Herzlich willkommen zurück bei Professor Plays Slay the Spire. Das letzte Mal haben wir den ersten Akt gespielt. Jetzt kommen wir den zweiten Akt, The City, nach einer kleinen Zeitreise. Wir haben mehrere Artefakte, Holy Water, Golden Idol, Kunai, Gremlinhorn und Captain's Wheel. Ich würde jetzt mal hier gehen, weil wir zum Shop kommen und wir loaded sind, dank dem Golden Idol. Wenn wir ganz gute Karten haben. Der Chosen. So, wir haben auch einen Guide nach dem letzten Akt. Der Chosen wird uns jetzt gleich ein bisschen wehtun. Carve Reality sollten wir spielen, damit wir das Might kriegen. Sonst sind wir sicher, das Bandagen heben wir am besten auf. Der Chosen ist nicht ungefährlich, der hat gleich einen bösen Debuff. Haha, ja, danke. Das heißt, davor Ragnarokken ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und die Leben wegblitzen. Frage, soll ich die Miracles für Worships verhauen? Und Calm, ich könnte Calm entern. Wobei das Retain ich eh, das Das Retain wird mir sehr gut gefallen. Also ihr seht aber auch, dass ich gleich an die Kartengrenze stoße. Wenn ich jetzt gehext, schaffe ich Dazed rein. Super, ich kriege einen extra Zug und jetzt heißt es ein bisschen Karten verbrennen. Ne? Was machen wir? Das Problem ist, ich muss halt irgendwann einmal Sachen verwenden, aber das mit dem Dazen ist halt brutalst. Der extra Turn wird sich auch mehr auszahlen, ehrlich gesagt, wenn ich mehr Sachen zum Usen hätte. Ich muss gleich wirklich Platz auf der Hand loswerden. Und das ist nicht mal purgebar, dieses Hex. Das hat kein Ablaufdatum. Wenn er das noch einmal castet, dann bin ich angefressen. Das muss ich ja wirklich rein erupten, solange ich kann. Gut, dass ich wieder in Calm kann. Also ich kann ihn vermutlich nächste Runde einfach mit... Wenn ich noch eine andere offensive Karte kriege, kann ich ihn killen. Die Dazed gehen wenigstens wieder weg. Okay. Weaken und Strength. Wie war das mit ich kann ihn killen auf einmal? Ja, ich kann ihn auf einmal killen. Puh, knappe Sache. So, und wir kriegen... Flare of Bros ist eine gute Karte. Prey ist aber auch sehr gut. Für mehr Mantra. Okay, Loose Brick. Iron Wave ist gut, dafür kann ich nämlich einen Block andrehen. Das heißt, irgendwann in Zukunft komme ich dann vorbei und kann die Block nehmen. Ne? Ja, ja. Die klauen Geld. Und das Schlimme ist, die können auch weglaufen, wenn man zu lang braucht. Es gibt auch andere Karten, die von Mantra profitieren. Das heißt, die machen mir jetzt schon mal 15 Schaden und da kann ich relativ wenig dagegen tun. Nein, nicht meine Münzen. Der wird jetzt niedergescheckelt. Schauen wir mal, wir können einen Haufen Sachen raushauen diese Runde. Wir können noch 5 und 17 Schaden machen.
tolle Kommentare und unnötiger Dialog. Es muss aufpassen, dass wir nicht mit meinem Geld stiften gehen. Wir machen jetzt mal Ragnarok und schauen, was passiert. Nämlich, dass wir dem danach wehtun müssen. Und der wird jetzt von unserem Captain's Wheel Shield geblockt. Da können wir jetzt noch 5 Mantra raushauen. Ich hätte ihn vielleicht 2-mal striken sollen, aber whatever. Ah, wir sollten Vault kriegen. Das heißt, wir können eine kleine Zeitreise machen. Das ich sage, ja, Vault tut jetzt relativ wenig. Außer unsere Hand durchmischen, aber... Ich glaube, ganz ehrlich, schwächer als das kann es nicht wirklich werden. Ja, bitte, wunderbar. Jetzt haben sie es nämlich nicht mit unserem Gold stiften gehen können. Ich habe gehört, das ist in Kombination mit Ragnarök sehr gut. Oh, jetzt kommen die coolen Sachen. Wir haben den Spoon, der Exhaust-Karten-Discard, das ist urstark. Preserved Insect ist nicht schlecht. Can no longer become weakened ist auch urgut. Das kann gewisse Kombos ziemlich brechen. Also den muss ich fast nehmen. Distill Chaos, Energy. Apotheose ist aber auch super. Weil mein ganzes Deck, also alle Karten sind upgegradet. Wenn man das früh in die Finger kriegt. Ja, ich kann da nicht verlassen. Also ich mag einen Apotheosis-Bild machen. Tantrum brauche ich. Und Study ist auch gut. Also im Shop habe ich noch nie einfache Entscheidungen erlebt, ganz ehrlich. Jetzt kann ich meine HP aufgeben und Apparition Cards kriegen, die Damage blocken. Das kann unglaublich strong sein, weil, weil ich voll rausrödeln kann. Und deshalb mache ich das jetzt mal, aber man sieht, mein Lebenspool ist damit ein bisschen kaputt. Ich könnte jetzt eine Karte upgraden gehen und habe Vault, auf der das sehr gut wäre. Oder ich hole mir ein Relic. Machen wir den Boss, gehen wir aufs Ganze, oder was sind... Uiuiui. Da haben wir diese Minions, die sind mühsam. Und hier einmal Apparition casten, schützt mich vor... den Attacken de facto, wenn ich noch irgendeine Blockinstanz generiere. Ich glaube, den muss ich fast loswerden, früher oder später. Hätte der es nicht sterben, never mind. Oh, das ist gut. Signature Move. Der macht jetzt 60 Schaden, den hau ich auf den drauf. Weil ich eh genug Block habe. Und dann Tranquility, um das nächste Runde zu verlassen, wenn ich sonst... Dort bin aber der eine, muss jetzt sterben nächste Runde.
Die Apparitions sind alles ethereal, also die muss man wirklich schnell casten. Jetzt habe ich genau noch einen Strike, um den loszuwerden. Ha. Das ist natürlich schön, wenn die Minions umbringen, sich so auszahlt. Ha. Dann carven wir eine Reality. Passt. Und im besten Fall kann ich dann in die nächste Runde wegkombo und get them boys. Ja, hat keine Boys. Jetzt wird der nächste Runde welche beschwören. Jetzt kann ich überlegen, wenn ich das mache, 8 Damage, dann kann ich mit dem nächsten Smite 48 machen und mit dem Windmill Strike auslöschen. Also... Wait, sollte nicht mehr machen. Ein Essen, wenn er wirklich macht, dann kann ich ihn noch mit der Eisenwelle auseinandernehmen. Noch ein Windmill Strike mit Retain. Ein Windmill Strike Plus, das ist gut. Jetzt könnte ich mir immer, ich könnte zum Beispiel jetzt immer mit Ragnarok beginnen. Was das essentielle Problem bietet, dann muss ich mir erstmal zu casten und... Deshalb würde ich eher Windmill Strike Plus nehmen, weil der retained. Den habe ich dann immer dabei. Er ist eigentlich ein Shop, den ich ehrlich gesagt nicht brauche. Dann könnte ich noch einen Boss legen, aber der ist spezieller. Er ist gebufft. Im Shop kann ich mir ehrlich gesagt eh nichts kaufen. Dann kann ich gleich darauf gehen. Also ein Spiel der schweren Entscheidungen. Apparition, also saved wirklich ungemein viel Schmerzen. Ich muss doch nicht die Runde verwenden. Ja, ich verwende es die Runde, ist ja wurscht. Und der Windmill Strike wächst für eine Combo. Manchmal ist es auch sicher schlecht, zu viele Karten im Deck zu haben. Muss ich Technicality Apparitions hier raushauen. Das kommt euch vielleicht jetzt unglaublich komisch vor, wenn ich das nicht mache, dann zerfallen sie. Ich glaube eins geht jetzt eben... Ah, die zählen zum Glück in dem gegnerischen Spielzug runter, glaube ich. Ne? So. Jetzt ist er mal dran, ausnahmsweise. Bereite meinen Block ab, fürchterlich. Rocken wir halt rein. Aber ist auch super, wenn man Stärke dafür... Also es gibt ein paar unglaublich gute Kombos mit dem... Es hat er 33 Armor, jetzt haue ich die Runde nicht weiter drauf, sagen wir mal so. Cast mal lieber Mantra. Also ich kann ihn eigentlich nächste Runde wahrscheinlich killen, wenn er nichts... Ich schäckle ihn jetzt noch aus Prinzip und shield mich noch, aber... Small haben wir ihm gegeben, Speed Potion, ha. Könnte nicht schlecht sein. Oder nur die Hand ewig blockieren, ich weiß nicht. Das versteht sich natürlich von selbst, dass wir damit beginnen. Heilen wir uns gleich oder später? Kommen wir mit einem Cycle aus hier. Als beide Windmill Strikes. Wenn ich Wrath enter, bin ich nachher Meier. Das ist eine sehr schwache erste Runde. Hm.
Holen wir uns wenigstens eine Power. Können wir nämlich Devotion spielen und kriegen damit jede Runde automatisch Mantra. Das heißt, spätestens in 5 Runden ist er dann tot. Hätte ich mir eingewählt, ich habe irgendeine Form von Block? Hm. Mal den Kampf. Das essentielle Problem ist, wir kriegen gerade absolut nichts, das uns schützt. Und damit sehen wir fast... Wir haben danach... Ah, wenigstens kommt danach ein Punkt zum Heilen, aber so viel werden wir nicht heilen. Ja. Das essentielle Problem ist, ihr seht, wir kriegen nichts, das uns jetzt an dieser Stelle Block gibt. Und du wirst fast umgebracht werden. Also wenn jetzt nicht irgendwas passiert hier mal vielleicht. Ja, jetzt sind wir plötzlich versorgt und jetzt kommen die Apparition-Karten, nachdem wir fast tot sind. Das ist das Problem mit der. Und ja, ich weiß, es gibt Karten, mit denen man das Drone manipulieren kann, das muss man auch einmal haben. Also die ist mir noch ein bisschen zu kompliziert. Haben wir irgendwas, das uns gerade Mantra gibt? Nein, wir sind blockmäßig fast sicher. Haben wir irgendwas, das uns Block gibt? Ach, wurscht, weil ich muss das eh sprechen jetzt. Ja? Ist der Heal wieder drinnen? Nein, wir sind noch nicht einmal so weit. Ja, ja. Hm. Jetzt sind wir eben in Divinity und jetzt beginnt es weh zu tun. Die 75 und 75, also wir haben im Prinzip genau gewartet, bis wir in Divinity sind und dann können wir mit 2 Hits killen. Boom. So, das upgradet alle Skills, die wir kriegen. Also den hier zum Beispiel. Hm. Das könnte fast sein, was wir brauchen, um eine gute Combo aufzusetzen. So. Dreamcatcher, Karte fürs Deck, das ist nicht schlecht. Machen wir auch gleich. Hm. Vielleicht soll ich was skippen, unser Deck ist eh schon ziemlich groß. Er seht, so berauschend viel Leben haben wir auch nicht. Urgut. Damit können wir uns aber ein bisschen Reserve aufbauen. Das zerfällt jetzt nicht, weil es abgegradet ist. Also solange wir Apotheosis am Anfang haben, brauche ich noch ein Item, das immer kriegen. Aber was machen wir jetzt? Wir können worshipen. Und beginnen Leuten weh zu tun. Vielleicht auf ein Miracle aufbringen. Ich teste es mal, ob ich den in die nächste Runde mitnehmen kann. Weil stellt euch vor, da kriege ich jetzt ein... Kaka, ja. ...18 Block brauche ich zum Überleben. Meine nächste Attacke ist eben gebufft. Ich habe Tranquility.
Also ich könnte jetzt den wegblasen, einem fast wegblasen mit der Combo und einem Strike. Machen wir das. Also dieses Vigor hat sich jetzt gerade als sehr, sehr gut erwiesen. Ich bin in Wrath, okay. Ist durch die Karte, die kann ich wieder verlassen mit 4 Noive. Dann mache ich 40. Wie knocke ich das am effizientesten aus? Wir können nochmal 18 machen. Next attack you play cost. Ich glaube, das ist effizient genug. Und gib mir Dexterity und Apparition Plus. Ja, dann baut man seine Combo auf und tut ihnen allen weh, bevor sie einmal dran sind. Oder man schaut zu, wenn der Gegner verprügelt. Alles schon erlebt hier. Und jetzt der Müller da und denkt sich, was mache ich denn? Na gut, machen wir es halt so. Und hoffen, dass nächste oder vielleicht was kommt. Es gibt ein paar coole Karten, die sich dadurch auszeichnen, dass sie... was soll ich sagen? Es gibt aber coole Karten, die auch besser werden, weil sie Killing Blows auf Gegner kriegen. Haben wir jetzt keine... Event, Fire Spirits. Ah, den können wir vielleicht irgendeine Rare Card andrehen. Was passt gerade so überhaupt nicht mehr in unser Deck rein? Haben wir irgendeine Rare-Card, die sich auszahlt herzugeben, aber Apotheosis, Vault und Ragnarok sind halt einfach wirklich urgut. Fast nur überlegen, ob ich eine Eruption geben soll, die ist teuer. Ja. Da ist es ein Moment nachdenken einfach. Die gehe ich auf jeden Fall nicht her. Vielleicht einfach ein normaler Defend. Solche Säcke. Snackos sind mühsam. Behalten wir halt einen Windmill Strike. Und das randomized unsere Karten kosten, was jetzt vor allem heißt, dass der aufs Maul kriegen wird. Aufs Maul im wahrsten Sinn des Wortes. Er hat sich dadurch sein eigenes Todesurteil unterzeichnet. Ihr seht, wie gut es gehen kann, aber nicht muss hier. Oh, Judgment. Ich liebe Judgment. Weil das kann ein Gegner einfach wegschnipsen. Also ein Judgment in der ersten Runde wäre am Anfang auch nicht schlecht. Ja, da rieselt es gleich runter. Gut, Apparition versorgt mich mal. Haben wir irgendwas Defensives? Nicht wirklich. Und holen wir uns halt nur einen Smite. So, mal schauen, was die Runde geht.
Ich würde die Antwort elegant als nicht viel beschreiben. Das ist ein idealer Fall, einmal dieses Dexterity Potion anzusetzen. So, damit sind wir hier mal versorgt. Study wäre nicht schlecht. Ich könnte den eigentlich auch erst einfach entfernen. Das war, das war jetzt eindeutig nicht optimal. Und jetzt eine Apparition... Ja... Karte sehr, sehr appreciated. Schon viel Armor, wie viel haben wir? Ah, da kommst du nicht mehr durch. Haben wir nicht, gut. Habe ich die falsche Karte rausgezogen? Er merkt, ein unglaublich effektiver Zug war das jetzt auch nicht gerade. Aber wenn er mich frailt, ja. Judgment wäre schön, aber er hat dafür zu viele Leben. Selbst wenn ich Ragnarok cast. Wunderbar, das kann ich machen. Ich könnte mit 40 töten. Zählen wir mal nach, wie viel er hat. 42! Entercard hilft mir wenig. Also ich kann ihn striken, dann habe ich kein Mana, um ihn zu töten. Okay, ich kann ihn nicht einfach judgen. Das wäre schön gewesen. Wenn ich in Wrath gehe, mache ich 60. Das ist mehr als er hat, also... Machen wir ihn einfach kaputt. Machen wir es halt so. Das Potion hat man vorher gebraucht. 5 Vulnerable to all Enemies ist auch extrem potenziell. Oder Wrath Enter, so. Resten gibt meine Karte, nicht vergessen. 6 Block, wenn ich Change gehe. Add Safety. Add Safety. Mein Deck wird, glaube ich, auch langsam zu groß und zu ineffektiv. Boss Act 2. Bronze Automaton. Vielleicht kriegen wir nächste Runde eine gute Attacke. Da steht nichts, dass es davon abläuft, oder? Und nein, das ist kein Spiel, bei dem man die Leute die ganze Zeit stunnen kann. Ich glaube, ich mache erstmal das, hätte ich vorher schon tun sollen. Das wäre so eine Karte, die ich unbedingt bräuchte, das Blast, die ist extrem mächtig, aber das ist immer mehr Energy, das ist auch viel zu gut. Ich könnte beinahe den Wrath gehen.
Und noch reinrödeln und hoffen, dass ich nächste Woche, nächste Runde brauchbare Karten kriege. Ich habe eigentlich alles schon verbraucht. Okay. Yes, Vault ist einmal nicht schlecht. Weil wisst ihr, wer jetzt unter diesen HP ist? Der Herr da. Wir nehmen jetzt einfach unsere extra Runde. Die dafür nämlich auch... Ah ja, na, so. Der will uns jetzt irgendwie debuffen, das gefällt mir nicht, aber... Es ist schon mit Wrath eingerechnet. Aber so das Gefühl, dass ich den Orb zerstören sollte. Ich habe das Gefühl, dass ich das einfacher kann, als ich angenommen hätte. Gut. Ich kann jetzt hier einfach beginnen, seine Tokens zu verbrennen und... Okay. Ich glaube, das hat sich jetzt schon ausgezahlt. Also zwei Züge in einem mit der richtigen Combo, die geben schon ordentlich Gas. So. Das hätte auf die anderen auch gezahlt. Oh ja, jetzt brauche ich eine Apparition, auf jeden Fall. Ich könnte jetzt offensichtlich in Vigilance gehen, aber das bringt mir gerade... Ich habe auch keine Attacken auf der Hand, die sich auszahlen, also... Ragnarok, Eruption und Wreath of Flame. Oh yeah, Wreath Wrath. Ich kann es selber nicht sagen. Zeit für Rumlamereien. Es wird einmal rein erupted. Dann sprechen wir das. ...28 × 6 ist Schmerzen und außerdem 168. Apparition brauchen wir gerade auch nicht. Eigentlich tue ich ihm extrem weh, wenn ich das mache sogar. Okay, wieder zurück. Jetzt enden wir den Turn und dann werden wir den Boss nächste Runde erledigen. Wenn er uns das Spiel lässt. Eine Apparition casten wäre mal super und... Ein Wave und da geht er dahin. Oh, jetzt ist es schwer, weil die sind alle ausgezeichnet, weil Wish 4 Strengths ist mächtig und Brilliance ist eine Attacke, die mit dem Mantra, dass wir moderat generieren, auch viel Schaden machen kann. Ich möchte mal Wish ausprobieren. Ist ein Relic. Nimm das, also mehr Energie during Boss and Slaves, weil das ist das Wichtigste hier. So. Und den Act 3, der Beyond, machen wir dann beim nächsten Mal. Wie immer danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Episode von Professor Plays Slay the Spire.